Endlich wurde Samstagabend der Kulturkeller offiziell neu eröffnet. Schon beim Betreten fällt der neue Eingangsbereich auf. Stilvoll renoviert, edel und einladend befindet sich nun dort, wo früher die Garderobe war, ein Theaterfoyer. Auch die Bar ist nach oben gezogen. Die zahlreichen Gäste der Eröffnung wurden mit Häppchen der alten Schule in Empfang genommen. Besonders viel Arbeit steckt aber auch im Keller selbst. Ein neuer Technikbereich, neuer Anstrich, Beamer und eine sanierte Bühne zeigen, dass es sich nun um ein richtiges Kleinkunsttheater handelt. Eröffnen durfte den Keller dann auf der Bühne Herr Schröder. Sehr schön, vom Prinzip her richtig, aber Leute, ja, pass auf, viel zu motiviert, ja. Als Ex-Deutschlehrer und Korrekturensohn unterhielt er die Gäste mit seinem Programm World of Lehrkraft. Der Kulturkeller ist eine richtige, wunderbare Kleinod der Kleinkunstbühnen geworden hier, würde ich sagen. Also es sieht top aus, es ist alles modern, der Backstage ist neu, die Böden sind neu, die Bühne ist neu, also neuer Untergrundboden, es ist ernste Sahne. Guten Morgen, Herr Schröder, Sie Korrekturensohn. Richtig, richtig schön. Und für mich ist Fulda sowieso eine Stadt. Ich habe ja meine Vorpremiere gehabt vor einem Jahr. Und dadurch, dass ich überhaupt bei der Eröffnung hier spielen durfte, ist für mich eine Riesenehre, ganz ehrlich. Also, dass ich hier bei der Neueröffnung mein Solo spielen darf und dass es dann noch voll ist, ist für mich eine riesige Ehre. Ich habe vor einem Jahr hat ein guter Freund von mir die Premiere für mich hier, die Vorpremiere für mich organisiert. Ein guter Freund, der nicht genannt werden möchte, Bene Reinisch. Und deshalb bin ich total froh, dass ich hier nach einem Jahr meine zweites Mal hier spielen darf. Und dann zur Wiedereröffnung. Also das ist für mich einfach ein super, super, super Abend heute hier gewesen. Und die Kulturkeller ist einfach Kleinod. Mitten in Fulda, ist Hammer. Wunderschöne Bühne. Ist ja was, ich werde Comedian. Peinlich. Ich werde Comedian. Ja, mach ich. Ich mach mal Pause und dann mach ich was anderes. Ich gehe auf die Bretter wie so.